Istanbul, 12. Januar 2016. Ein Selbstmordattentäter sprengt sich auf dem Platz vor der berühmten blauen Moschee in die Luft, inmitten einer deutschen Reisegruppe. Er reißt 12 Menschen mit in den Tod. Mehrere Touristen werden schwer verletzt. Sibel Satiroglu war dabei, als die Schreckenstat geschah, als Reiseleiterin. Unser gemeinsamer Verlust schmerzt mich. Ich verfluche diejenigen, die das getan und geplant haben. Und ich verfluche diejenigen, die keinerlei Respekt für Menschenleben haben. Jeden Tag denkt Sibel Satiroglu an den Anschlag, zu dem sich bis heute, ein Jahr später, niemand bekannt hat. Die Behörden machen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat für die Tat verantwortlich. Heute ist es ein Jahr her, dass ich meine lieben Reisenden verloren habe. Angesichts ihres Schmerzes bin ich in ihrer Abwesenheit hier, um meinen Respekt zu zeigen. Sibel Satiroglus Leben ist seit dem Anschlag ein anderes. Als Reiseleiterin bekommt sie kaum Aufträge. Nur wenige deutsche Reisegruppen kommen noch nach Istanbul. Die Angst vor einem weiteren Attentat sitzt zu tief.